Hey ho, meine Lieben! Ich war unten ums Eck beim Bäcker und habe mir eine wunderschöne, beziehungsweise zwei wunderschöne Käsesemmeln geholt. Und aus einer mache ich mir jetzt einen schönen Burger. Tja, die sind beide nicht so ganz rund. Die ist runder, die nehme ich. Und ja. Burger aus einer Käsesemmel. Genau, ganz einfach drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Nee, ich sage jetzt nichts zu den letzten Videos. Egal, geh mal rüber. Tja, Freunde, da habe ich auch schon alles, was ich benötige. Meine Käsesemmel, ein bisschen Blattspinat, Blattsalat, ja. Salz, Pfeffer, Paprika. Zum Hackfleisch würzen, zwei Schmelzkäsescheiben, Zwiebel, die wird in Scheiben geschnitten und mit angebrutzelt in der Pfanne, Ketchup, Mayo und ein Senf. Hätte ich jetzt auch noch ein Süßchen machen können und mit klein gehackter Gurke vermischen, aber ist für mich alleine, da mache ich jetzt nicht so einen riesen Aufriss. Was haben wir hier jetzt drinnen? Einmal ca. 250 Gramm Hackfleisch, oder wie viel haben wir? Ja, 250 Gramm in etwa. Oh, da kommt noch was raus. Nein, ich habe ihn nicht vergessen. Den Bacon! Jawohl! Gut. Wo fangen wir an? Hackfleisch. Also auch mit dem Hackfleisch mache ich jetzt hier nicht großes Trara. Aber groß die Sauerei mache ich. Was mit Teig funktioniert, funktioniert mit Hackfleisch mit Sicherheit auch. So. Gut. Dann mache ich hier jetzt schnell sauber, schneide mir noch die Zwiebel und dann sehen wir uns auch schon an der Pfanne. Ich verwende heute meine Grillpfanne von AMT. Kommt jetzt aber nichtsdestotrotz trotzdem noch ein kleines Schluck Öl mit rein. Und dann lassen wir sie erst einmal schön heiß werden. Beziehungsweise den Bacon kann man eigentlich schon mit reinhauen. Kurz Platz gemacht in der Pfanne, dass wir das Patty auch gleich mit reinhauen können. So, hier habe ich noch die Zwiebeln. Na komm, die können wir auch noch drin verteilen. Irgendwie geht alles rein. Käsesemmel aufgeschnitten.
fertig sind hier auch schon die Vorbereitungen. Salat ist immer gut, eine gute Grundlage. Wenn er nicht schmeckt, der sieht er wenigstens gut aus. So, hier wieder zurück. Also hauptsächlich die Zwiebeln sind da mal angeschwitzt. Das Hackfleisch war übrigens vom Rindschwein, so wie ich es gerne mag. So, die ersten zwei Baconscheiben sind fertig. Ja, die dürfen sie noch, die Zwiebelchen. Die Pfanne ist schon geil. Die Pfanne ist echt geil. So, dann hoffe ich mal, dass der durch ist. Und dann gehen wir rüber, wo man auch schon hier drauf schön platzieren. Ich hoffe echt, dass das Ding jetzt durch ist. Schön den Bacon drauf. Und natürlich auch noch die Zwiebelchen. Und fertig. Ist mein Käsesemmelburger. So, dann wollen wir mal. Voilà. Boah, geil. Und was machen wir? Ab in den Hals, ganz klar. Tja, Freunde, dann wollen wir mal. Total einfach, total lecker, aber das ist jetzt dann schon wieder die fortgeschrittene Männerküche. Deswegen ist es ein normales Video. Leute, das ist richtig geil. So, ich schnappe mir jetzt ein Bretterle, bevor ich da drüben alles voll sauer. Und dann gehe ich rüber zum Essen. Wir sehen uns, Tschaikowski, und wenn das Video gefallen hat, bitte ein Däumchen nach oben. Ja, und ein Abo, ein nettes Kommentar, würde mich alles sehr, sehr freuen. Und bis dahin, oder bis zum nächsten Mal. Leute, wir sehen uns. Ich werde schauen, was ich wieder machen kann. Das könnte sogar ein Auswärtsvideo werden. Ciao, ciao. Ha! Haha! 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 Ich habe wieder mal den Käse vergessen. Den schmeiße ich jetzt einfach noch jeweils ein Scheible auf eine Hälfte drauf und gut ist. Mann! Immer dasselbe mit dem Käse. Hm.
Noch besser.